Da war Satchmo deutlich zu hören. So kann man auch mit dem Cello Musik machen. Willkommen Rebecca Carrington und Colin Brown. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute bei uns sind. Dankeschön. Sie sind ab November wieder in der Bar der Vernunft zu erleben. Ja. Die Fans freuen sich schon riesig darauf, auf das neue Programm. Hoffentlich. Und wer Sie kennt, weiß auch, Sie sind nicht nur auf der Bühne ein Paar, sondern auch privat seit vielen Jahren. Wie haben Sie beide sich kennengelernt? Wir haben uns in einem Festival in Edinburgh, Schottland kennengelernt, 2004 das war. Und ich habe Colin auf der Bühne gesehen. Und nachher, ich wollte nicht, oh, du warst so wunderbar. Nein. Das ist nicht die Wahrheit. Nein. Ja, aber dann, ich habe ihn in einer Party in die gleiche Abend gesehen. Und dann, es war für mich, okay, es gibt nur eine Chance in meinem Leben. Ich spreche mit diesem sehr schönen Mann. Und ich habe mit ihm gesprochen und ich glaube, nach 5 Minuten, wir haben beide gesagt, wir müssen etwas auf der Bühne machen. Okay. Ja. Also, da war die Arbeit zuerst und wann kam dann der erste Kuss? Also Ganz privat. Bisschen später. Ich kann sagen, es hat ein Jahr gedauert. Ein Jahr? Ja. Okay. Ja. Jetzt ist es eine Liebe zu dritt, weil Joe ist immer mit dabei. Genau. Ja, weil Joe hat einen, das ist Cello, hat einen Namen. Er hat, ja. Und Joe soll eifersüchtig sein. Wie äußert sich das? Ist er verstimmt dann? Oder? Ja, das ist ein Problem, ne? Weil er ein bisschen verstimmt ist. Ich bin eifersüchtig. Ja, genau. Ja, ist immer zwischen uns. Ja. Jetzt auch wieder, oder? Ja, genau. Ja, ja. In the bed, alle. Welchen Trick haben Sie, Colin, um diesen Widerstand zu brechen, um auch mal näher ranzukommen ohne Joe? Machst du etwas mit ihm manchmal? Hinter meiner Rücke? Nee, gar nichts. Wegsperren? Gar nichts. Sprechen nicht. Jetzt gibt es im neuen Programm noch ein Klavier dazu. Jetzt wird es noch komplizierter. Mhm. Vertragen sich Cello und Klavier? Ja, es ist genau, das vielleicht ist eifersüchtig auch über dieses Klavier. Aber dieses Klavier ist sehr besonders. Es ist nicht ein Normalklavier, es ist eine Mikropiano, es heißt, von Korg. Und es ist nur vielleicht diese große. Und es hat alle Tasten, die ich benutze. Und es hat einen kleinen Flügel und es ist perfekt. Ja. Okay, ab November ist das zu erleben. Jetzt schauen wir erstmal, was Sie bisher gemeinsam auf der Bühne gemacht haben. Wunderbare Aufnahmen mit Rebecca und Colin. Was die Wahlberlinerin Rebecca Carrington mit ihrem Cello namens Joe und ihrer Stimme so alles anstellt, ist schon famos. Colin Griffiths Brown, Sänger und Ehemann, ist immer an ihrer Seite. Die gebürtige Engländerin ist eine klassisch ausgebildete Cellistin und Sängerin, die bereits mit den besten Orchestern der Welt arbeitete, bevor sie ihr komisches Talent für die Bühne entdeckte und auch hier schnell Erfolge einheimste. 2007 erhielt sie den in Deutschland begehrten Prix Pantheon. Mit ihrem ebenso musikalischen wie witzigen Ehemann zieht sie seitdem lustvoll jedes Genre durch den Kakao. Also da ist irgendwas los auf der Bühne und wenn man das so sieht, diese Bilder, man mag es gar nicht glauben, Sie haben mit den großen Orchestern dieser Welt gespielt, Sie sind klassisch ausgebildete Cellistin, Sie waren mit dem London Symphony Orchestra auf Tour, mit dem BBC Symphony Orchestra. Wann haben Sie Ihr komisches Talent entdeckt? Wann haben Sie gesagt, Klassik, okay, ist die eine Seite, ich will lieber Spaß haben? Ja, das war ziemlich, es war 96, so ich war 25 und